Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ups, entschuldigt, das war, glaube ich, jetzt ein blöder Schubs. Aber ja, was ihr für ein Geräusch vielleicht hört, ist ein Rasenmäher. Und irgendwie ist der heute relativ laut und ich weiß gar nicht so richtig warum, obwohl es ja die Nachbarn sind. Aber ich hoffe, ihr hört das nicht so extrem. Aber wenn ihr irgendwie ein Rauschen hört oder Knattern, dann ist das der Rasenmäher. Denn es ist wunderbar heiß, endlich ist der Sommer da und ja, ich höre schon Mitmenschen und Kollegen stöhnen, wie heiß das alles ist und wie unerträglich und ich freue mich. Ich bin ein Sommerkind, ich bin ein Sommermensch und ja, ich weiß, es können all die, die den Sommer nicht mögen, überhaupt nicht hören, dass sich jemand daran erfreut. Ich merke, wie in mir alles in Wallung kommt, wie ich morgens endlich wieder ohne Wecker wach werde, wirklich hellwach im Bett liege und denke, ja, endlich wieder ein Sommertag und es mir einfach gut geht. Zudem haben wir unseren Sommerurlaub endlich gebucht. Es geht eine Woche ans Meer und ich freue mich wirklich sehr darauf und auch darüber und zähle jetzt gefühlt schon die Wochen. Aktuell sind es noch die Wochen, die ich zähle. Mal gucken, wann es losgeht und ich die Tage zähle. Und ich freue mich wirklich sehr, dass das dieses Jahr klappt und dass ich eine Woche ja an meinem heißgeliebten Roten Meer in Ägypten liegen werde. Ich glaube dann schon zum 8. oder 9. Mal. Ich weiß es nicht. Es ist wieder ein anderer Ort, es ist wieder ein anderes Hotel und ich freue mich einfach mega drauf. Und ja, mancher wird jetzt sagen, ja, es ist doch hier dann heiß genug. Es ist in Ägypten ja noch heißer. Ja, und mir kann es aber gar nicht heiß genug sein, das ist definitiv so. Ja, lauter schöne Dinge sozusagen in dieser Woche passiert und auch der Feiertag, es war ja Christi Himmelfahrt, war richtig schön entspannt und sonnig im Garten und ja, war einfach richtig, richtig schön. War natürlich auch ein bisschen lesetechnisch auch sehr schön und ja, was ich aber jetzt noch vorher erzählen möchte, ist, dass es am 11. Juni, es ist glaube ich der Dienstag, ja, den Live-Hangout zum Monatsrückblick geben wird. Die Infos dazu natürlich auch nochmal unten in der Infobox, wie auch alle Buchinfos und ähnliches immer alles unten verlinkt ist. Das wollte ich jetzt einfach schon mal ankündigen, aber wer mir da auf Instagram oder so folgt, der hat das vielleicht sowieso schon mitbekommen, beziehungsweise wahrscheinlich überschneidet sich das jetzt, je nachdem. Ich spreche ja mit der Zukunft, Steppi, das ist immer ein bisschen komplizierter. Zu den Büchern der Woche. Es sind insgesamt 5 Bücher geworden, wobei ich nur 4 wirklich gelesen habe. Das erste Buch der Woche ist nämlich das neue Buch der lieben Jackie Fellgood. Es ist Home Sweet Home. Und dieses Buch habe ich im Mai Test gelesen. Und das ist jetzt erschienen und für alle sozusagen erhältlich. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Dann habe ich den 5. Teil der Grimm-Chroniken gelesen, Der goldene Apfel von Maya Shepard. Dann habe ich gehört von Julie Kaplan, Die kleine Bäckerei in Brooklyn. Dann wurde gelesen von Emily Sowada, der 2. Teil der Cat and Cole-Reihe, Ein grausames Spiel. Es ging endlich weiter. Und das letzte Buch der Woche war dann vom Elefanten, der das Tanzen lernte, von Per J. Anderson. Ja, ein Buch, das ich im sonnigen Wochenende sozusagen dann gelesen habe. Mit dem Rucksack durch Indien ist da der Untertitel. Ja, wir starten aber mit dem ersten Buch der Woche, was theoretisch ein Buch für mich einfach im Mai war, nicht wirklich im Juni, also wo wir jetzt ja sind. Ja, ich durfte das neue Buch der lieben Jackie Fellgood testlesen. Es handelt sich dabei um Home Sweet Home, um den ersten Teil der New York Love Stories Serie. Es wird eine dreiteilige Serie, die man aber unabhängig voneinander im Grunde lesen kann. Also man trifft im Grunde immer wieder Charaktere aus den Büchern, auch aus dem ersten Teil natürlich. Und ich bin sehr gespannt, was Jackie da noch zaubern wird. Ich habe den ersten Teil, wie gesagt, im Mai Test gelesen und natürlich auch mit ihr so ein paar Details besprochen. Das Cover ist wirklich wunderschön geworden. Und als mir Jackie von ihrer Idee Home Sweet Home erzählte, habe ich gesagt, das ist total verrückt. Ich habe mir vor kurzem erst einen Fußabstreifer vor der Wohnung mit Home Sweet Home gekauft, beziehungsweise habe eine Postkarte geschenkt bekommen, wo auch Home Sweet Home drauf stand. Und ich dachte so, es kann kein Zufall sein. Und ich glaube, wir beide haben das so ein bisschen als Schicksalswink gesehen und uns so ein bisschen darüber gefreut, dass wir beide was mit Home Sweet Home anfangen können. Mir gefällt das Cover unglaublich gut. Das hat sie wieder super hinbekommen, beziehungsweise dann auch die Entscheidung hat sie super ausgewählt, welches es dann am Ende wurde. Und es ist jetzt am 4. Juni,
ist der 4. gewesen oder der 5. Ich bin mir gerade unsicher, ist es erschienen und ist jetzt als E-Book erhältlich. Ich glaube, zum Startpreis von 3,99, was ich ja absolut in Ordnung finde für ein Buch, für ein E-Book, egal ob Self-Publisher oder Verlag. Ich finde, das ist absolut gerechtfertigt und ja, finde ich super. Ihr findet das Buch natürlich unten in der Infobox. Um was geht's im In Home Sweet Home? Es geht um ja, die liebe Mary. Die ist Modedesignerin, wohnt in New York City und sie hat einen ganz schrecklichen Tag, der unterstützt wird von einem Sturm und einem Regenguss. Nicht gar, dass ihr der Regenschirm kaputt geht, sie dann noch eine blöde Nachricht von einer eigentlichen Kundin bekommt, die ja, das teure, wunderschöne Rokoko-Kleid jetzt doch nicht nimmt. Die Einkäufe irgendwie ja, davon fallen und sie ja im Grunde so ein bisschen einen Schwächeanfall hat. Doch ja, obwohl jetzt gerade so ihre Zukunft am seidenen Faden hängt, trifft sie auf den charmanten Luke, ja, der sie so ein bisschen unterstützt nach ihrem Schwächeanfall und in ihr Haus bringt. Doch Luke ist nicht einfach so eine zufällige ja, Begegnung. Wir treffen Luke tatsächlich auch in der Geschichte sozusagen wieder, denn als sein Vater gestorben ist, ja, war es so mit seinem Partyleben ein bisschen vorbei. Beziehungsweise hat sein Bruder ja, die Geschäfte des Verlages übernommen, also oder besser gesagt, der Zeitschrift übernommen. Und ja, er muss jetzt aber ausziehen, denn ja, es geht der Firma gerade nicht so gut. Und so trifft Luke ja bei den Gesprächen zu seiner neuen Wohnung ja auf die liebe Mary. Und ja, beide merken so ein bisschen, ja, was hat die Vergangenheit mit uns getan? Wie können wir irgendwas in der Gegenwart in die richtige Richtung lenken, sodass dann auch die Zukunft einfach ja, schön wird? Und das alles so ein bisschen im Feeling von New York City mit ja, ganz tollen, liebenswürdigen Charakteren einer Wohngemeinschaft, die uns zeigt, dass Familie doch wichtiger ist, als es Geld oder die Vergangenheit ist. Und ja, was mit Menschen passiert, die eigentlich denken, sie wollen niemandem etwas schuldig sein, aber vielleicht doch irgendwie so ein bisschen Hilfe brauchen. Und das wirklich in einer wunderschönen Geschichte. Es ist eine ganz, ganz tolle Lebensgeschichte. So wie wir es von Jackie Fellgood kennen, ist es nicht einfach nur eine Liebesgeschichte, sondern hier, wir haben hier wirklich eine intensive Lebensgeschichte. Wir haben Charaktere, die im Leben stehen, die sich echt anfühlen, die lebendig sind, wo man wirklich merkt, man hat Sympathien, man kann da mitgehen, man kann da mitfühlen, man versteht, warum die Charaktere handeln, wie sie es tun. Und das eben auch aus ja, verschiedenen Blickwinkeln der Geschichte. Wir lernen Mary sehr, sehr gut kennen und ich habe diese Frau direkt ins Herz geschlossen, wie auch den Charmeur Luke. Man geht einfach mit beiden wirklich mit. Man hat den Eindruck, man ist selbst Teil dieser Geschichte. Es ist sehr lebendig erzählt, sehr modern erzählt, sehr flüssig. Ich mag die Dialoge, die Jackie Fellgood verwendet. Ich mag ja, die Anspielungen auf Serien, Filme, auf ja, wie sie die Vergangenheit mit einknüpft, gleichzeitig eben wirklich so einen Tiefgang in den Charakteren schafft und uns die wirklich nahe bringt. Ich mag auch, dass die Vergangenheit der beiden sehr präsent war, auch besprochen wird, aber eben nicht so ganz ins Extreme kommt. Mich hat die Geschichte ein bisschen erinnert auch an This Is Us, die Serie, die uns ja eben zeigt, dass das Leben eben nicht nur dieser Zeitraum ist, in der die Geschichte erzählt wird, sondern dass viel davor passiert ist, was uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Und ich mag solche Geschichten unglaublich gerne, wo man eben merkt, dass etwas in der Vergangenheit etwas in uns verändert hat und wir ja mit jedem Tag ein anderer Mensch werden. Also wenn ihr versteht, wie ich das meine. Und das schafft Jackie für mich in dieser Geschichte wirklich großartig rüberzubringen. Auch die Nebencharaktere sind grandios gezeichnet. Es gibt so ein bisschen was Schrulliges, so ein bisschen was Merkwürdiges, aber auch was super Sympathisches. Auch Nettie, die Vermieterin des Hauses, hat so ihre Eigenarten samt Haustiere. Ganz egal, ob wir Sherlock oder Moriarty treffen oder auch die Nachbarin Rachel, die ich absolut auch ja, super sympathisch fand, die eigentlich mal Tänzerin war. Man hat direkt Bilder im Kopf und man merkt schon, dass die Charaktere darauf ausgelegt sind, immer mal wieder zu kommen. Und das fand ich so richtig herzerwärmend. Also mich haben diese Charakterbeschreibungen und dieses ganze Haus unglaublich mitgenommen, sehr begeistert. Und dazu kommt natürlich zu der Lebensgeschichte, zu dieser Hausgeschichte eben auch die Liebesgeschichte, die humorvoll ist, die mal was Besonderes ist, die mal ein bisschen anders funktioniert und die dadurch richtig schön wird und die einen dadurch richtig begeistert und mitnimmt. Und
Ja, ich finde es einfach mega, dass wir diese Charaktere nicht nach den, keine Ahnung, 300 Seiten wieder verlassen müssen, sondern dass wir denen immer wieder über den Weg laufen werden, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, noch ein bisschen mehr von ihnen kennenzulernen, dass wir auch so dieses ganze Drumherum irgendwie besser kennenlernen. Und ich freue mich darauf, ja, Band 2 und auch Teil 3 zu lesen. Und ich bin ja hoch erfreut, dass ich als Testleser sozusagen dazu beitragen durfte, eine ja schöne Geschichte zu gestalten, und hoffe, dass ich das auch gut gemacht habe, sodass euch dann die Geschichte am Ende hoffentlich natürlich auch gefällt. Und ja, wobei bei Jackie muss man eigentlich gar nicht so viel kritisieren oder Ähnlichem. Ich finde einfach ihren Schreibstil immer wieder gelungen und wirklich großartig, und immer aufs Neue überrascht sie mich und begeistert mich und bringt eben so diese Geschichte so on point, und das finde ich einfach großartig, und das schätze ich sehr am Stil, an den Geschichten von der lieben Jackie, und habe jetzt, glaube ich, genug geschwärmt. Ja, lest Home Sweet Home, habt daran viel Spaß und freut euch dann auch auf Band 2 und 3 dieser Serie, die, wie gesagt, dann eben auch unabhängig voneinander funktioniert. Das erste Buch sozusagen der Woche, also das eigentliche erste Buch der Woche, war der fünfte Teil der Krim-Chroniken von Maya Shepard, Der goldene Apfel. Und ich glaube, ich muss gar nicht mehr so viel dazu eigentlich sagen, weil es ist auch schwierig, jetzt was über den fünften Teil zu sagen. Mir gefällt diese Reihe sehr gut. Ich mag diese Märchenadaption nach wie vor sehr, sehr gut. Ich finde es toll, wie die Gebrüder Grimm hier eingebunden werden, wie die Geschichten irgendwie verändert werden, sogar so, dass man am Ende denkt, ja, so könnte es tatsächlich gewesen sein. Man ist halt jetzt im fünften Teil auch so mittendrin. Ich glaube, es gibt 12 oder 13 Bände, das heißt, man hat die Hälfte knapp erreicht. Es ist bisher, glaube ich, so ein bisschen der ruhigste Band gewesen, mit etwas weniger Spannung und ja, zwar schon so ein, zwei Aha-Effekten, aber für mich tatsächlich der ruhigste Band, und auch so ein bisschen der Band, wo ich dachte, so, jetzt sind wir wohl so im Mitteltief ein bisschen, also so in der Mitte, wo es so eine Länge irgendwie gibt. Sprachlich gefällt es mir aber dennoch einfach wahnsinnig gut. Ich mag auch einfach die Idee, und ja, es muss eben auch mal ruhig in der Geschichte sein. Und das Problem ist eben einfach bei Bänden, die immer nur 120, 150 Seiten haben, dass man eben, das ist ähnlich wie dieses gemeinsame Lesen, wenn man sich Leseabschnitte setzt, dass einem sowas eben einfach irgendwie auffällt. Ich glaube, wenn man also das Buch einfach wegliest und vielleicht tatsächlich in der Mitte dieses Buches einen Cut gemacht hätte und dann im nächsten, dann hätten die Längen vielleicht, wären anders aufgefallen oder gar nicht. Also das, ja, ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, die man hat. Ich möchte aber dennoch weiterlesen, möchte jetzt einfach nur mal im Juni gucken, wo ich ja doch ein bisschen mit den neuen Zugängen ein bisschen aufpassen möchte, wie ich das einfach mache. Ja, weil sonst ist der Vorsatz mit 5, 6 Büchern im Juni, wenn ich jetzt jede Woche mir ein Band zulege, natürlich, ja, irgendwie eher schwierig. Aber ich möchte auf jeden Fall weiterlesen und freue mich da auch sehr drauf. Ja, das Hörbuch der Woche war dann Die kleine Bäckerei in Brooklyn von Julie Kaplan. Ich habe von der Autorin schon den ersten Teil der Romantic Escapes Reihe, so heißt sie nämlich, gehört. Das war Das kleine Café in Kopenhagen. Ich packe euch auch mal meine Bücherwoche zu dem Hörbuch unten in die Infobox. Und das war ja schon ein ganz, ganz toller, hügeliger Einstieg in die Welt von Julie Kaplan. Der dritte Teil, Die kleine Patisserie in Paris, wird, glaube ich, jetzt im Juli erscheinen. Ja, ich glaube, ich habe es in die Neuerscheinungen Juli gepackt. Und ja, bin da auch sehr gespannt. Wir kommen also von Kopenhagen über Brooklyn, also New York City, dann jetzt nach Paris. Und ich habe ja das Hörbuch sehr genossen. Die Sprecherin ist Tatjana Pokorny. Man hat eine Hörzeit von knapp 7 Stunden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine gekürzte oder ungekürzte Fassung war. Ich mochte die Sprecherin ganz gerne. Ich konnte sie ohne Probleme auf knapp 2 hochstellen bei Audible und hatte keine Probleme. Eine Freundin von mir, die hat so ein bisschen gesagt, sie wird mit der Sprecherin nicht so richtig warm. Die betont ihr das irgendwie nicht gut genug? Das hatte ich tatsächlich nicht. Ich konnte ihr gut folgen. Ich hatte so meinen Wohlfühlmoment, meinen Entspannungsmomente, und das, finde ich, hat die Autorin, also die Sprecherin, für mich sehr gut gemacht. Wir treffen in Die kleine Bäckerei in Brooklyn auf die Journalistin Sophie, die ja erfährt, dass ihr langjähriger Freund, ich glaube, mit dem sie 2, 3 Jahre zusammen war, eigentlich verheiratet ist, eine Familie hat und sie im Grunde die Geliebte war, die aber nichts davon wusste. Sie trennt sich von ihm und geht so ein bisschen auf Flucht und reist von London nach New York City, um dort ja im Grunde eine Jobgelegenheit zu nutzen und dort eben als Food-Autorin, als Food-Journalistin,
ja, irgendwie sowas mit einer Kolumne, glaube ich, im Grunde ja einfach zu arbeiten, die Zeit zu nutzen und einfach mal so ein bisschen sich ihres Lebens bewusst zu machen. Und sie ergreift eben die Möglichkeit, nach Brooklyn zu gehen. Die Vermieterin ist auch gleichzeitig die Bäckerin vom Erdgeschoss, die liebe Bella, die wir auch in dieser Geschichte kennenlernen, und treffen auch auf deren Cousin Todd. Und ja, diese Nebencharaktere, das möchte ich schon mal vorwegnehmen, sind wirklich liebreizend und ja, super sympathisch und haben mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben also Sophie, die jetzt in New York City lebt, uns ja, Brooklyn und natürlich auch alles andere ein bisschen näher bringt. Natürlich ist es nicht nur so ein bisschen eine Flucht, sondern natürlich ein ganz neues Leben, wo sie auch einfach versucht, ihren Charakter so ein bisschen zu verändern, den Moment zu genießen. Und ja, sie erzählt uns eben auch so ein bisschen, was eine Essensbloggerin sozusagen ausmacht, wie das Magazin funktioniert, ja, wie das so mit den Lifestyle-Kolumnen und so funktioniert. Und man hat so ein bisschen Sex and the City-Feeling, allerdings ein bisschen anders. Mir hat die Geschichte in Brooklyn nicht ganz so gut gefallen wie die in Kopenhagen. Mir hat so ein bisschen dieses Hücke-Gefühl gefehlt. Dennoch fand ich die Geschichte sehr gelungen. Ich hatte meine Wohlfühlmomente. Es ist für mich einfach ein Wohlfühlroman. Ich kann da entspannen, ich kann da zuhören, ich kann mich da wegträumen und ich kann eben einfach auch die Stimme genießen und die Geschichte genießen. Es ist eine sehr entspannte Geschichte, eine sehr ruhige Geschichte. Sie ist sprachlich sehr modern, sehr flüssig und auch ja, zu großen Teilen sehr spannend erzählt. Man hat hier natürlich keinen Thriller, aber die Geschichte hat einen roten Faden und man kann dieser Geschichte wirklich sehr gut folgen. Mir hat das New York City Feeling sehr gut gefallen. Ich fand das wirklich toll rübergebracht, wie man Partys gezeigt hat, wie man so ja auch einfach Momente eingefangen hat, die eben so ein bisschen dieses New York City Feeling, zumindest wie man sich es wahrscheinlich vorstellt, so ein bisschen zeigt und auch einfangt. Mir hat einfach auch gefallen, wie die Eindrücke waren, wie Sophie uns im Grunde mitgenommen hat, wie sie New York City ja, erlebt hat und auch kennengelernt hat und wir das im Grunde durch ihre Augen auch kennengelernt haben. Wir haben hier eine Liebesgeschichte und auch so eine Lebensgeschichte und beides fand ich wirklich sehr angenehm, sehr ruhig erzählt und ja, einfach so, dass man sich so ein bisschen reinfallen konnte. Mein Problem war tatsächlich ein bisschen mit Sophie, dass sie mir tatsächlich am blassesten vorgekommen ist, dass ich so nicht ganz einen Draht zu ihr hatte. Ich konnte manches nicht so richtig nachvollziehen, nicht verstehen, auch so ein bisschen ihre Gefühlsschwankungen waren mir manchmal so ein bisschen nicht so richtig greifbar. Allerdings fand ich halt die Nebencharaktere wirklich toll. Also was mir so bei Sophie gefehlt hat, fand ich eben zum Beispiel bei Bella oder auch Todd oder den anderen Nebencharakteren wirklich gelungen. Da hatte man wirklich so ein Gefühl dafür, was die denken, wie die denken und warum die das denken. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und ja, man muss nicht immer verstehen, wie ein Protagonist handelt, was seine Beweggründe sind, aber so ein bisschen ein Gefühl muss man dafür halt einfach schon haben, beziehungsweise wenn man da mitgehen möchte, muss man so ein bisschen nachvollziehbarer machen. Aber die Geschichte hat mir nichtsdestotrotz sehr gut gefallen. Ich hatte Spaß, ich hatte meine Wohlfühlmomente, ich konnte dabei entspannen und ja, habe mir da wirklich schöne Hörstunden gemacht und freue mich jetzt dann sehr, im Juli nach Paris zu reisen, in die Patisserie und bin gespannt, welche Geschichte da auf uns wartet und wie mir dann auch diese gefallen wird und werde ich natürlich auch wieder hören. Und ja, freue mich da dann auch schon auf das Hörbuch und ja, eine schöne Geschichte. Wer Wohlfühlromane mag, wer New York City mag, der hat jetzt im Grunde schon zwei Bücher hier präsentiert bekommen und kann da hier die Lesezeit genießen. Dann habe ich den zweiten Teil von Cat and Cole gelesen, ein grausames Spiel von Emilia Suvada. Der erste Teil erschien letztes Jahr, ich glaube auch im Juni oder Juli und war für mich eine absolut überraschende Dystopie. Sowohl das Cover von Band 1 wie Band 2 gefällt mir zwar gut, hat aber überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun. Ich finde es ist total unpassend, auch dieses Cat and Cole, vermeintlich ja irgendwie eine Liebesgeschichte, das ist es aber überhaupt nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird noch einen dritten Teil geben. Ich vermute mal, dass er dann einfach auch Juni, Juli nächsten Jahres erscheinen wird. Aktuell gibt es auch noch einen kostenlosen Zusatzband, also eine Kurzgeschichte, Vergessene Wunden, die man als E-Book kostenlos herunterladen kann, was ich auf jeden Fall noch tun werde. Und da wird wohl auch nochmal Nebencharakter ein bisschen näher beleuchtet. Ich kann jetzt natürlich schlecht viel zum ersten Teil, zum zweiten Teil erzählen, weil sonst würde ich natürlich den ersten Teil spoilern. Ihr findet meine Bücherwoche zum ersten Teil aber auch unten in der Infobox. Guckt da einfach mal rein. In Cat and Cole geht es ja im Grunde um eine Endzeitgeschichte, gar nicht mal so richtig eine Dystopie, wobei so ein bisschen natürlich schon. Aber wir haben hier eine Welt, die vor dem Aussterben bedroht ist, beziehungsweise die Menschen, die auf deren Leben, denn eine Milliarde Menschen hat es bereits
dahin gerafft, obwohl die Welt vorher eigentlich fast perfekt war. Es gab keine Krankheit mehr, Schönheitsmakel konnten durch ein Pad, was im Körper drin ist, im Grunde so ein technisches Pad, konnten ja bereinigt werden. Man konnte sich schöner machen, verändern, Haare ändern, körperliche Einschränkungen irgendwie ja auslösen. Man konnte den Körper im Grunde perfektionieren. Die Menschen sind mit dieser Technik auch irgendwie verschmolzen. Jeder trägt das in sich und kann eben ja allerhand damit auch im Körper verändern und verbessern. Doch dann bricht eine Seuche aus und wir treffen auf die Hackerin Kat, die zusammen mit ihrem Vater, der Professor ist, ja in einem Labor gearbeitet hat. Und es gibt eben auch nur einen Menschen, der das lösen kann. Und ja, vermutlich ist es Kat oder ihr Vater oder alle anderen, die in diesem Labor irgendwie mit dabei waren. Dennoch steht ein harter Weg bevor, wenn man diese Seuche aufhalten möchte. Und ja, was passiert mit einer Welt, wenn sie vor dem Abgrund steht? Man kann es nicht wissen. Ihr kennt mich, wenn ihr meine Videos schon länger schaut und wisst, dass ich so postapokalyptische Bücher, Geschichten immer sehr, sehr gerne lese. Dieses Dystopische kommt hier natürlich so ein bisschen eher davon, dass man sagt, man hat hier natürlich so eine gewisse vorgefertigte Gesellschaftsform, die anders funktioniert, wie wir es kennen. Und das mischt sich dann eben auch mit diesem postapokalyptischen, dass da eine Seuche ausbricht, Menschen sterben und man irgendwie einen Virus hat, den man aufhalten möchte. Und diese Mischung hat mir im ersten Teil unglaublich gut gefallen. Es war für mich wirklich diese Mischung, die es ausgemacht hat. Es ist zwar Jugendbuch, aber nicht zu kindisch. Es hat schon eine gewisse ja, Brutalität und auch Gewalt, die ich jetzt zu jungen Lesern nicht empfehlen würde. Ich mochte diese Zukunftsvision mit diesen Panels, mit diesen, man optimiert sich und macht alles irgendwie perfekt. Ich fand es vorstellbar und mir hat das wirklich unglaublichen Lesespaß gebracht. Ich war vom ersten Teil fasziniert und diese Faszination zieht sich auch durch den zweiten Band. Es ist natürlich ein bisschen techniklastig. Es war schon beim ersten Teil so, es zieht sich auch durch den zweiten Teil, aber es ist überzeugend erklärt. Es gefiel mir einfach sehr gut, wie das greifbar gemacht wurde, wie das realistisch gemacht wurde, wie mir das näher gebracht wurde, wie ich das Greifen verstehen konnte und auch tatsächlich nachvollziehen konnte, warum die Menschheit das so feiert und so glücklich darüber ist. Man hat sowohl im ersten wie jetzt auch im zweiten Teil unvorhersehbare Wendungen, die wirklich unglaublich innovativ sind, einfallsreich sind, kreativ sind, die mir Spaß gemacht haben, die die Story unglaublich spannend gemacht haben, die die Geschichte schnell gemacht haben, lebendig gemacht haben und sie einfach so dich so in eine Sogwirkung gebracht haben. Man weiß nicht so richtig, wo geht es hin. Man will immer wissen, wie es weitergeht. Und auch wenn das Ende vom zweiten Teil nicht so ganz war, wie ich es mir vorgestellt habe, beziehungsweise einen Weg gegangen ist, den ich irgendwie nicht so ganz greifen konnte und auch ein bisschen verwirrt war und vielleicht auch irgendwie merkwürdig zurückgelassen hat, freue ich mich unglaublich auf Band 3 und den Abschluss der Reihe. Denn ich bin mega gespannt, wie sich das alles auflöst, was es jetzt wirklich mit diesen offenen Fragen auf sich hat und wo dieser Weg einfach hingeht. Und ich kann diese Reihe wirklich bisher absolut empfehlen. Ich habe wirklich sehr viel Lesespaß. Ich finde, die Autorin macht das wirklich großartig, wie sie uns das näher bringt. Und ja, ich bin einfach ein großer, großer Fan dieser Reihe. Und lasst euch nicht vom Cover abschrecken oder vom Titel, wenn ihr postapokalyptische, dystopische Geschichten irgendwie mögt oder diese Mischung aus diesen beiden, dann seid ihr bei Kat & Cole absolut richtig und werdet auf jeden Fall Lesespaß haben. So, jetzt musste ich mich, bevor der Fuß einschläft, mal ein bisschen bequemer hersetzen, aber das sollte ja kein Problem sein. Und das letzte Buch der Woche ist dann noch das erste Buch sozusagen, was ich im Juni gelesen habe, und zwar ist das Vom Elefanten, der das Tanzen lernte, von Per J. Anderson mit dem Rucksack durch Indien. Es gibt bereits zwei weitere Bücher des Autoren, einmal von Schweden, der die Welt einfing und in seinem Rucksack nach Hause brachte, und aus 2016 auch das Buch, das ich gelesen habe, vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr. Und ich habe ja diesen Autor dann eigentlich irgendwie ja aus den Augen verloren, nachdem ich das erste Buch sozusagen von ihm gelesen habe, und war jetzt aber hier wirklich vom Cover sehr angetan, vom Titel, und dachte so, Indien ist immer so ein Land, was ich gerne buchtechnisch, geschichtentechnisch, auch dokumentarisch irgendwie erlebe. Und ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass es ein Land ist, was mir so richtig gefallen könnte. Ich glaube, mir ist es tatsächlich zu chaotisch und zu anders unserer westlichen Welt, wobei das ja auch wieder gut sein kann, aber ich glaube einfach, dass Indien und ich nicht ganz so kompatibel wären. Dennoch lese ich sehr gerne oder gucke Dokumentationen über Indien an. Ja, Per J. Anderson hat bereits seit Anfang der 1980er Jahre das Land bereist, sehr intensiv bereist. Er ist hier sehr viel unterwegs, er klimmt viele Orte, er ist immer interessiert daran, die Menschen vor Ort kennenzulernen, und wir haben hier
natürlich eher ein Sachbuch als einen Reisebericht, als ja eine echte Geschichte vom Elefanten, der das Tanzen lernte. Wir erfahren in diesem Buch sehr viel über Traditionen, über die Spiritualität und auch natürlich den Gegensatz zur Moderne, denn in Indien trifft alles geballt aufeinander und das so gefühlt ganz ohne große Konflikte. Zumindest ist das so den Eindruck, den es so ein bisschen bei einem hinterlässt, dass eben sowohl das Moderne als auch das Traditionelle sehr gut nebeneinander leben können. Wir lernen die Menschen in Indien kennen, wir lernen ihre Gewohnheiten kennen, auch so die Unterschiede zeigt uns der Autor von damals, als er vor 30 Jahren im Grunde oder 35 Jahren das erste Mal dort war, zu heute. Er zeigt uns die Wege, wie man durch Indien reisen kann, egal ob das irgendein Zug ist, Busse sind, wie man ja mit den einheimischen Menschen vor Ort im Grunde auch in Kontakt kommt, wie man da umgehen sollte, wie man ja im Grunde auch einfach vielleicht Gespräche sucht und ja, wie er das im Grunde in all den Jahren gemacht hat. Die Problematik, die es jetzt mit den Elefanten insbesondere in Indien auf sich hat, ist allerdings in der Geschichte bzw. in dem Buch nur ein sehr kleiner Teil. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass ich mir eigentlich ein bisschen mehr über die Elefanten in Indien erwartet habe. Das klingt jetzt wahrscheinlich total bescheuert und jetzt könnte man sagen, was ist die Thematik Elefanten und Indien? Es ist ja eine sehr große Tradition damals in Indien gewesen, so Arbeitselefanten zu haben und dass man ja irgendwann beschloss, ja, diese indischen Elefanten eben nicht mehr auszubeuten, nicht mehr zu quälen oder was auch immer und die jetzt einfach irgendwie übrig sind. Und ja, das ist ein relativ großes Thema in Indien, also auch durchaus in Dokumentationen oder Ähnlichem kommt das immer wieder vor. Und ich hatte mir hier so irgendwie einen Weg eigentlich gedacht, dass uns eben was über die Elefanten, deren Entwicklung oder irgendwas auch mal da drin eine Rolle spielt. Allerdings war das überhaupt nicht der Fall und ich fand das Buch sehr gut, aber irgendwie hat mir das gefehlt und ja, also na, wenn schon Elefant auf dem Cover ist und im Titel ist, erwartet man auch irgendwie Elefant und man bekommt aber irgendwie gefühlt nur 20 Seiten in diesem ganzen Buch, wenn es um Elefanten geht. Nichtsdestotrotz schreibt der Autor für mich wirklich ganz großartig. Er fängt mich wirklich ein, er kann schreibtechnisch sehr, ja, so aus aller Munde schöpfen. Er bringt irgendwie Indien einem unglaublich nahe und man riecht förmlich die Märkte, über die er läuft. Man riecht die Abgase, man schwitzt mit, wenn er von den Hitzeströmungen in Indien erzählt und ja, man hat wirklich so den Schweiß gefühlt auf der Stirn, den er wahrscheinlich auch gefühlt hat. Schreibtechnisch hat mir das Buch wirklich sehr gut gefallen. Er hat es sehr packend erzählt, sehr spannend. Er hat immer wieder so diesen Mix gemacht aus heute, aus was war früher, aus Tradition und Moderne. Er hat da wirklich ein ganz gutes Spagat hinbekommen, um einen abzuholen, mitzunehmen, mitzureißen, zu begeistern, einem dieses Land näher zu bringen. Und das hat für mich Per J. Anderson wirklich sehr gelungen gemacht. Es ist an mancher Stelle mir persönlich doch ein bisschen zu viel Autor und zu wenig Land. Und das finde ich durchaus in Reiseberichten immer ein bisschen schwierig. Weil manchmal interessiert mich nicht nur immer wieder, was ihm Gleiches durch den Kopf geht, sondern so ein bisschen mehr Abwechslung hätte ich schöner gefunden. Aber es ist natürlich einfach sein Reisebericht und das ist ähnlich wie mit einer Biografie. Da kann man das Leben und die Reise kann man einfach nicht kritisieren in diesem klassischen Sinne, wie es vielleicht bei einem Buch, also bei einem Roman der Fall wäre. Mir hat das Buch gut gefallen. Wer sich für Indien interessiert, denke ich, wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben, eben einfach auch, um die Unterschiede so ein bisschen kennenzulernen, greifbarer zu haben. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das jeden Indienreisenden, der das vorhat oder vielleicht schon dort war, auf jeden Fall begeistern wird. Und gerade so diese Spirituelle hat mir natürlich auch sehr gut gefallen, weil ich dem ja sehr nahe bin und durchaus da eben auch noch irgendwas mitnehmen konnte. Und ja, ich glaube, dass das nicht das letzte Buch von dem Autor sein wird, das ich gelesen habe. So viel vielleicht schon mal so ein bisschen dazu. Und das waren sie jetzt auch schon, die Bücher der Woche. Ich habe mir in dieser Woche auch die neue Flo gekauft. Das ist ja wirklich so mit der Hücke das Magazin, was ich wirklich immer regelmäßig mir zulege. Ich fand das Cover auch wieder großartig. Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können. Ein grandioses Zitat, wie ich finde. Und wir haben hier Masking Tape und Mini-Poster. Und die Masking Tapes fand ich großartig. Das habe ich letztens, habe ich nämlich sowas auch gekauft. Und zwar hat man wie Washi-Tapes, also ja, auf diese begrenzte Länge von dem Magazin, in verschiedenen Varianten. Und für mich ist das perfekt für mein Bullet Journal, weil das immer so gefühlt gerade ausreicht, um so eine, zwei Seiten zu dekorieren. Und man hier wirklich ganz wunderschöne Bilder
Bilder hat von Kakteen, über Tiger, über Palmen, über Pflanzen, Flipflops, Palmen, ja, ich bin sehr angetan. Themen sind so ein bisschen über sich hinauswachsen, Leben ohne WhatsApp, mit dem Bulli nach Sardinien und ein Interview mit Laura Marlina Seiler, die ich bereits von ihrem Podcast kenne. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, die jetzt in der nächsten Zeit dann auch zu lesen. Ja, da bin ich sehr angetan. Weiter ging es für mich in der Woche auch mit Downton Abbey. Ich bin da ja jetzt, ich glaube, mit der zweiten Staffel fertig. Ja, und ja, ich bin da voll im Bann. Also ich gucke das unglaublich gerne. Ich mag einfach, wie die Geschichte aufgebaut ist, wie wir sowohl das Leben der Adligen als auch der Bediensteten kennenlernen. Diese Mischung aus beiden, die Intrigen, was da allerhand so passiert, wie die Zeit einfach damals war. Wir müssten ja so 1920, 21 sein. Der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei. Und ja, ich mag das einfach. Also ich kann diese Serie wirklich nur jedem empfehlen. Gehört für mich auf jeden Fall in die Top 5 Serien, die ich wirklich abgöttisch liebe. Und mir macht das wirklich großen Spaß. Man muss natürlich schon sagen, bei schönem Wetter sitze ich nicht vor dem Fernsehen und gucke eine Serie, sondern sitze tatsächlich draußen auf dem Balkon oder im Garten, lese, höre Podcast, Hörbuch, Musik oder auch einfach mal nichts. Also ich kann auch einfach mal da sitzen und in den Himmel gucken oder... also das ist dann im Sommer natürlich immer mit Serien ein bisschen schwieriger bei mir. Also ich werde die jetzt nicht so schnell wegsuchten, wie vielleicht, wenn ich sie im Winter gucken würde. Aber es entspannt mich einfach und es holt mich unglaublich runter und kühlt mich auch so an heißen Tagen richtig gut ab. Und ja, ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr auf meinen Zettel. Nein, nur nochmal der Hangout am Dienstag ab 19.30 Uhr. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Wird natürlich wieder um Bücher gehen, um Serien gehen, ein bisschen Musik gehen. Vielleicht auch so den ein oder anderen Duft. Muss ich mal überlegen, ob ich da irgendwas Besonderes im Mai gedüftelt habe. Und ja, was mir sonst noch so ein bisschen einfällt. Seid da einfach mit dabei. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich nichts vergessen. Ich bin natürlich gespannt, was ihr in dieser Woche gelesen habt, was euer aktuelles Highlight vielleicht auch jetzt gewesen ist. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.